und herzlich willkommen zur 11. Show von Digital Upgrade. Ich bin der Basti. Und ich bin der Tino. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen Show-Inhalt anfangen, würde ich sagen, sagen wir mal ein paar grundsätzliche Sachen, die es jetzt neu geben wird oder ja, die wir uns haben einfallen lassen. Es war jetzt vor kurzem erst, hat jemand uns ins Gästebuch geschrieben, warum wir denn kein Forum auf der Seite haben. Und wir müssen natürlich sagen, das haben wir schon ein bisschen geplant und ja, da gibt es ein riesen fettes Update und oder ein Upgrade sogar. Ein Upgrade, richtig. Ja, wir haben fleißig an unserer Seite gearbeitet und es steht auch schon eine Beta-Version für uns zur Verfügung, nicht für euch. Aber nachdem wir diese Sendung rausgebracht haben, könnt ihr auch schon auf die Final-Version zugreifen. Genau, das Tolle an der Seite wird sein, dass man sich einen eigenen User-Account anlegen kann, sich in die Seite einloggen kann, ein Forum benutzen kann und ja, man hat halt so ein bisschen persönliche Möglichkeiten, sich diese eigene Seite anzupassen. Genau. So, was die Show angeht, haben wir natürlich auch noch ein bisschen uns überlegt, was können wir noch verändern und was können wir noch neu machen. Und nachdem wir ja bis jetzt immer alles auf iPod-kompatibel veröffentlicht haben, möchten wir natürlich auch für die User, die etwas bessere Qualität haben möchten, quasi einen Feed ins Netz stellen mit deutlich besserer Qualität, und zwar H.264-Codec. Genau. Der Punkt an der Sache ist allerdings, bisher finanzieren wir die ganze Show aus unserer eigenen Kasse und langsam wird es so ein bisschen schwierig, weil wir, ganz ehrlich zu sein, schon recht viel Kohle da reingesteckt haben. Seht ihr, wir leben auf der Straße, deswegen drehen wir die Show auch jetzt hier irgendwo mitten im Reichtumsstadt Augsburg. Genau, wir mussten unsere Villa verkaufen, deswegen geht es natürlich nicht mehr. Nee, und aus diesem Grund wollen wir einen Aufruf starten oder euch die Möglichkeit geben, uns ja eine Art Spende zukommen zu lassen. Also es gibt die Möglichkeit einer Subscription auf der Seite, wo man über PayPal im Monat 2 Euro uns zukommen lassen kann. Und dieses Geld wird auch ausschließlich in die Show, in Server, in irgendwas, was halt benötigt wird, investiert. Also das hauen wir da nicht am Abend auf den Kopf und gehen einen saufen. Also, ja, trinkt eh nichts. Das ist richtig. Sieht man ja hier in meinem T-Shirt. Genau. Ja, und wer das macht, bekommt von uns als kleines Dankeschön den Zugang zu dem Enhanced Feed, also mit der höheren Version, mit der höheren Auflösung und der besseren Qualität. Und außerdem hat der oder diejenige auch die Möglichkeit, die einzelnen Snippets und Vorstellungen, die wir in der Show machen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwas heute vorstellen, ohne unsere Quatsche außenrum, sich diese Sachen einzeln runterzuladen. Das halt so als kleines Dankeschön für diejenigen, die uns halt somit praktisch unterstützen. Richtig. So. Natürlich gibt es noch was Kleines. Oh, Schönes. Okay, natürlich. Das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Richtig. Und zwar ist das die E-Mail-Adresse. Und zwar jeder, der uns sponsert, bekommt von uns eine @digitalupgrade.de E-Mail-Adresse mit unlimitiertem Speicherplatz in seinem Postfach. Und ja, die kann er sich nach Wunsch einrichten. Und das ist natürlich eine großartige Sache für jeden Fan, sagen wir es mal so. Genau. Aber jetzt haben wir genug drum herum gelabert. Sind wahrscheinlich schon wieder 4 Minuten rum und jetzt haben wir nur noch 26 für die Show. Deswegen wollen wir jetzt gleich mal euch erzählen, was denn in der Show drankommt. Exakt. Wir haben heute wieder eine Web 2.0 Sendung oder vielleicht sagen wir heute sogar Web 3.0 Sendung, weil es schon die zweite ist. Möglicherweise. Und dieses Mal geht es in der Sendung um neue Web 2.0 Anwendungen, die wir gefunden haben und die einfach vorstellungswert sind. Ja. Und als allererstes zeigen wir euch GUI, den sogenannten Webtop, also den Webdesktop, mit dem man ja so seine nötigsten Sachen, E-Mail und so, verwalten kann direkt im Web. Richtig. Außerdem zeigen wir Next Image, eine Online-Bildbearbeitungssoftware quasi. Genau. Dann natürlich unser Showly darf nicht fehlen, das Firefox-Plugin. Diesmal ein Plugin, mit dem man seinen Gmail-Account verwalten kann. Und das ist natürlich, was Web 2.0 angeht, wunderbar. Da muss man nicht irgendwie großartig sich jetzt mal einloggen, sondern das macht das Ding selbst, sagt einem, wie viele E-Mails man hat. Ihr werdet es dann sehen. Dann zeigen wir euch noch wirklich was Tolles für jeden Hobbyfilmer, der nicht genug Geld hat, sich eine teure Schnittsoftware zu kaufen. Das stimmt. Und zwar iSpot. Damit könnt ihr Filme zusammenschneiden. Genau, wo wir schon beim Thema i sind, geht es natürlich gleich noch weiter. Und zwar mit iRose, der sagen wir mal, Excel- oder Tabellenkalkulation im Web. Ja, und ich würde sagen, das ist genug der Vorschau. Dann legen wir gleich los mit dem ersten Beitrag. Und zwar, das war GUI. Ich bin schon mal auf die GUI-Homepage gesurft. Die findet ihr unter www.gui.com und dort könnt ihr zum einen einen Demo-Account anschauen, zum anderen könnt ihr euch gleich kostenlos anmelden. Wir haben uns schon mal angemeldet, das macht ihr hier unten bei Sign Up, dort gebt ihr einen Benutzernamen, ein Passwort,
und auch eine existierende E-Mail-Adresse an. So, ich habe das Ganze schon mal gemacht und melde mich dann gleich an. So, jetzt sieht es schon wieder bekannt aus für den Mac-User. Wir haben auch ganz nette Musik. Und für den Windows-User sieht es zwar etwas ungewohnt aus hier unten mit dem Dock, aber dennoch wird er sich recht leicht zurechtfinden, da am Desktop hier schon mal die ganze Funktionalität bekannt gegeben wird. Zum einen haben wir hier E-Mail, Kalender, Contacts, Minis, Games, Integrated IM und ein File Storage. Ihr könnt hier gleich bei den Settings bestimmte Einstellungen machen, da will ich doch allerdings erst zu nachher hinkommen. Wir schauen uns jetzt erstmal E-Mail an und ihr werdet euch jetzt denken, wie E-Mail, ich habe da noch gar nichts eingerichtet. Dennoch habt ihr bei GUI schon einen Mail-Account bekommen, der bedeutet Benutzername at gui.com. Also könnt ihr euch die E-Mails immer hier mit anschauen. Natürlich könnt ihr auch welche schreiben, antworten, auf mehrere antworten, das was man bei jedem E-Mail-Programm auch machen kann. Über das X macht das Programm zu und wir schauen uns wieder den Desktop an. Das nächste ist der Kalender. Wir schauen uns den Kalender an. Ich brauche euch natürlich jetzt nicht erklären, wie der Kalender funktioniert. Ihr habt es schon x-mal von mir gehört und klare Sache, was hier zu tun ist. Deswegen überspringe ich das gleich wieder. Ich klicke wieder auf meinen Desktop und beginne mit den Contacts. So, hier sehe ich, ich habe leider noch keine Contacts. Ich habe hier einen Helper, der erklärt mir ungefähr, wie es ausschauen soll. Ich kann hier bei More Details, aber logischerweise klicke ich einfach auf Add New und kann hier einen neuen Account anlegen, den ich dann anschließend hier mit Save speichern kann. Wieder schließen und wieder zurück auf den Desktop. Wir sind jetzt bei Minis, aber wir müssen natürlich nicht immer den Desktop verwenden, wir können auch hier gleich unten die Items aus dem Dock nehmen, deswegen klicke ich jetzt hier auf Minis. So, Minis ist so etwas, ihr kennt es vielleicht von einer unserer vorherigen Web 2.0 Sendungen, und zwar das ist in der Art wie NetWipes, ihr habt hier so kleine Fensterchen mit verschiedenen Contents. Zum einen haben wir hier zum Beispiel die Mail, eine Mail Summary, hier haben wir einen Web Search, dann haben wir hier eine To-Do-List, die können wir löschen und wir können neue Sachen hinzufügen. Zum Beispiel hier haben wir mehrere Minis, zum Beispiel können wir hier dieses Comments, iTunes Top 10 anschauen, das wird dann hinzugefügt und natürlich auch aktualisiert und somit haben wir das jetzt auf unserem Minis-Fenster. Wir machen gleich weiter, schauen uns mal IM an. Hier haben wir natürlich nichts eingegeben, deswegen müssen wir erstmal einen Account konfigurieren. Wie wir hier sehen, können wir IM, MSN, Yahoo, ICQ oder AOL Messenger einrichten. Dafür müssen wir natürlich nur den Usernamen und das Passwort eingeben. Eins sei gesagt, ihr solltet lieber nicht zu viele User haben, da der GUI Messenger momentan leider nur die Nummern und nicht die Benutzernamen unterstützt. Also habt ihr ein Problem, wenn ihr mehr als, sagen wir mal, so wie ich 180 User habt, dann bei ICQ, dann verliert ihr da total den Überblick. Ansonsten, vom Aufmachung sieht es ganz normal aus. Wir haben so ein Fensterchen, wo die Namen sind. Hier können wir natürlich auch verschiedene Zustände einstellen. Auch die Farben lassen sich wechseln, also völlig personalisieren. Wir gehen weiter und haben hier Files. Ah, box.net, das sollte jedem Digital Upgrade User was sagen. Digital Upgrade Zuschauer vor allem. Hier gebe ich mein Passwort ein, dann kann ich mir gleich einen neuen Account anlegen. Ich akzeptiere die Lizenz und lege einen Account an. Er wurde angelegt und zack, bin ich hier in meiner Box. Wie ihr sehen könnt, ist im Hintergrund nach wie vor der Messenger. Da. Und da habt ihr wieder einen Sound gehört, was jetzt passiert. Ich habe eine neue Mail. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich gleich, was für eine Mail es ist. Die kann ich danach wieder abrufen. So, das war's dazu. Und es gibt natürlich noch was ganz Tolles, und zwar Games. Für jeden, der in der Arbeit hinter einem Proxy sitzt, ist das die Lösung all seiner Probleme, da er nicht auf irgendwelche Seiten surfen muss und einfach alles von GUI machen kann. Er kann zum einen seine Mails abholen, seinen Instant Messenger benutzen, sowie hier Spiele spielen. Zum Beispiel kann er George Bush ein bisschen auf die Nase hauen. Aber natürlich auch viele andere lustige Spiele ausprobieren. So,
weiter geht's im Text. Wir haben hier natürlich einen kleinen Fact-Bereich für Leute, die keine Ahnung haben und das noch nicht gesehen haben, was ich euch jetzt gezeigt habe. Hier unter Options gibt es zum einen die General Options, wo ihr den Default-Login-Screen hernehmen könnt, was ihr auch immer haben wollt. Dann könnt ihr hier euren GUI noch ein bisschen personalisieren, indem ihr Skins einstellt. Gibt da auch eine große Auswahl an Bilder. Könnt aber natürlich auch welche hochladen, wenn ihr euch das hier durchlest. Den Chunk-Filter kann man irgendwelche E-Mail-Adressen adden, die geblockt werden sollen und. Dann gibt es Alerts, die man ein- und ausschalten kann, wie zum Beispiel, dass wenn eine E-Mail kommt, dass man hier diese Nachricht bekommt. Unter Pop-Settings könnt ihr zusätzliche E-Mails einrichten, die ihr hier mit abholen könnt. Ihr könnt Custom-E-Mails, wenn ihr zum Beispiel eine eigene E-Mail-Weiterleitung habt oder von uns jetzt als Member eine Ad-Digital-Upgrade, könnt ihr sie hier einrichten. Wenn ihr eine der großen Firmen hernehmt, nehmt ihr einfach hier eine von diesen Einstellungen und müsst nur noch euer Benutzernamen oder Passwort eingeben. So, wenn ihr auf Links klickt, könnt ihr hier eure Links anschauen. Und ja, das war's von GUI. Ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß und jetzt weiter mit der Show. Nun habt ihr die Applikation GUI gesehen. Ein wirklich tolles Ding, mit dem kann man eigentlich fast alles machen. Speziell, wenn man hinter einem Proxy sitzt und bestimmte Ports nicht ansprechen kann, aber das trotzdem gerne machen möchte, ist das wirklich eine tolle Möglichkeit. Auf jeden Fall, also Versuch wert und ich bin mir sicher, da bleibt man auch hängen, weil es einfach großartig ist. Aber jetzt wollen wir erstmal zu den News kommen. Freunde zu Firefox einladen. Die Mozilla Foundation hat sich überlegt, wie sie mehr Leute zum Firefox bringen können. Momentan sind wir nur bei knapp 15% und haben sich halt eine Webseite ausgedacht, wo man sich einloggen kann oder wo man draufgehen kann und Freunde einladen kann zu Firefox, also in gewisser Weise einladen. Das heißt, man gibt seinen Namen, den Namen desjenigen an, den man einladen möchte, E-Mail-Adressen und dann klickt man auf Abschicken und dann ist dann vorgefertigter Text und den kann man natürlich selbst noch anpassen und kann somit Leute halt überzeugen davon, sich den Firefox runterzuladen und den Firefox zu benutzen. Das Coole an der Sache ist, wenn jetzt jemand hingeht und aufgrund dieser E-Mail den Firefox herunterlädt und sich installiert, dann erscheint der Name der beiden Personen in der neuen 1.5er Version von Firefox und in der 2.0er Version. Ah, cool. Das heißt, man kann auf jeden Fall dann, wenn man das so jemanden eingeladen hat, kann man sich dann in der Final Version der 2.0 auf jeden Fall selbst im Firefox sehen. Und wir schon 2.0 sagen. Ja, richtig. Genau, die 2.0er Beta vom Firefox ist draußen und funktioniert erstaunlich gut. Die meisten Plugins funktionieren natürlich leider noch nicht damit, aber das wird folgen auf jeden Fall. Also man kann es auf jeden Fall, wenn man kein Plugin-Freak ist und 800 Plugins eingebunden hat, wie manche Leute hier, dann ist er auf jeden Fall sehr empfehlenswert und läuft super stabil und auf dem Mac, muss ich sagen, läuft er viel schneller als die 1.5er. Dinge, die Welt nicht braucht. Eine Software-Piraten-Lobby. Jetzt werden bei vielen von euch werden jetzt die Alarmglocken läuten, haben sie bei uns auch, oh ja. Weil wir uns nicht richtig vorstellen konnten, was soll das jetzt sein. Wie viele von euch auch wissen, gibt es ja viele Behörden oder auch private Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, eben Peer-to-Peer-Netzwerke zu durchforsten und da IPs mitzulocken. Facto, viele Menschen bekamen schriftliche Erinnerungen, das doch bitte einzustellen, meistens mit einer Förderung im 3- bis 4-stelligen Euro-Bereich. Genau. Das ist natürlich nicht so schön und da hat sich jetzt eine Pro-Piracy-Lobby gebildet, die eben sagt, hey, ihr großen Firmen, ihr wollt uns ausnehmen, wir machen einfach weiter damit. So. Und vor allem sagen sie, das Ganze soll legalisiert werden. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Das ist so, wie als würde man sagen, ab sofort darf man nachts in Supermärkte einbrechen. Richtig. Also, naja, etwas merkwürdig. Bei den Leuten geht's weiter. Sie haben eine Versicherung angeboten, die einen davor schützen soll, wenn man eben dann doch einen Brief bekommt, wo drin steht, hallo, Sie haben so und so viel Euro im Urheberrecht verletzt. Und ja, vielleicht checkt ihr das einfach selber mal im Internet. Ich möchte da jetzt nicht mehr dazu sagen, weil ich einfach finde, Software, die gut ist und wert ist, sollte auch gekauft werden. Auf jeden Fall. Und ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Microsoft zieht großartige Software zurück. Microsoft ist ja vor kurzem so in Verruf gekommen wegen diesem Genuine Software-Kram, den sie auf ihrer Seite haben, dass man halt wirklich nur mit einer registrierten Windows-Version
Sachen herunterladen kann und am besten auch nur mit dem Internet Explorer und was weiß ich was, also man auch sonst nicht richtig an Patches kommt. Und da hat sich Microsoft jetzt gedacht an alle, die sich mit einer echten Windows-Version oder einer wenigstens aktivierten Windows-Version dort einloggen und was herunterladen wollen, die kriegen automatisch ein Tool zur Verfügung gestellt, das sie sich runterladen können, installieren und mit dem man Ordner verschlüsseln kann auf der eigenen Festplatte. Also das ist super. Man kann dann sagen, hier den Ordner möchte ich verschlüsseln und man kann wirklich nur drauf zugreifen und man kann auch nur die Inhalte sehen, wenn man diesen Ordner mit seinem Passwort freigeschalten hat. Okay. So, und jetzt haben ein paar Administratoren, waren das hauptsächlich von größeren Firmen, gesagt, oh, das finden wir blöd, weil das könnten sich ja unsere Mitarbeiter runterladen und so Sachen vor uns verstecken. Und aus diesem Grund, also aus diesem Druck, den Microsoft da bekommen hat von den größeren Firmen, hat Microsoft das Ganze wieder aus der Seite rausgenommen, was ich sehr schade finde, weil so eine Software, ja, gibt es zwar, aber halt noch nicht von Microsoft. Und vor allem ist sie auch nicht zum Missbrauch gedacht, sondern eigentlich zum Schutz der privaten Anwender oder der Einzelpersonen. Und das wäre auf jeden Fall eine super Sache gewesen. Hätte halt auch gut funktioniert, gut mit Windows funktioniert, da es halt aus demselben Haus kommt. Aber nein, da hat man sich dann dem Druck der großen Zahler ergeben. Und das ist natürlich etwas schade, weil es wäre eine großartige Sache gewesen. Wenn man mal ein bisschen nach Private Folder 1.0 googelt, findet man das Ganze sicher auch im Internet. Also Software, die sich für Windows-User, die mal was verschlüsseln und was ja, vielleicht verstecken wollen oder auf jeden Fall sicher haben wollen, auf jeden Fall ein Download wert. Sharp Develop 2.0 freigegeben. Ja, so ist es. Sharp Develop ist eine Entwicklungsumgebung für C#, VB.NET und Bo. Gut, das wird jetzt die Mehrzahl unserer Zuschauer wahrscheinlich nicht ganz so interessieren, aber für die, die gerne programmieren und auch gerne für Microsoft-Applikationen oder beziehungsweise für Windows-Applikationen entwickeln, ist C# doch eigentlich die einfachste Methode. Jetzt ist die Version 2.0 endlich veröffentlicht worden. Die Neuerungen sind, man kann jetzt auch begonnene Visual Studio-Projekte importieren, ganz normal daran weiterarbeiten. Das ist komplett kostenlos, was wirklich super ist für eine Entwicklungsumgebung, die so umfangreich ist. Und ja, das Einzige, man braucht halt das Microsoft Framework 2.0 und es ist auf jeden Fall zu empfehlen, das .NET 2.0 SDK auch zu installieren. Wie gesagt, das ist alles kostenfrei, verwendet eine freie Software, eine freie Lizenz, und zwar das ist die GNU Lesser General Public License. Also, ja. Muss man nicht kaufen. Wunderbar, das ist halt kostenlos. Ja, so viel zu den News. Dann machen wir direkt weiter im Programm. Und zwar stellen wir euch jetzt die Online-Bildbearbeitungssoftware Nextimage vor. Und ich würde sagen, legen wir los. Ja. Stell dir mal vor, ihr seid nicht an eurem Rechner und müsst mal schnell eine Grafik öffnen oder bearbeiten oder sonst irgendwas damit machen. Oder ihr bekommt irgendeine Grafik aus irgendeinem Programm, das ihr selbst nicht habt, wie zum Beispiel dem Photoshop, und müsst diese auch öffnen, bearbeiten oder vielleicht nur ansehen. Was macht man in diesem Moment, ohne sich jetzt extra dafür eine Software kaufen oder herunterladen zu müssen? Was wohl? Man benutzt die grandiose Web 2.0-Anwendung Nextimage. Die gibt es unter demo.nextimage.com. Ja, und ist komplett kostenlos. Es ist halt in dem Fall nur eine Demo. Aber der Funktionsumfang ist nicht eingeschränkt. Das Ganze gibt es auch auf Deutsch. Und ja, Nextimage ist im Endeffekt eine online Bildbearbeitungssoftware. Ich kann also auf Datei gehen, Bild öffnen, kann sagen Bild hochladen und mir eine Datei aussuchen. Ich habe mal hier unser Logo als Photoshop-Dokument vorbereitet, sage OK und jetzt abhängig von der Internetverbindungsgeschwindigkeit wird das Grafikfile hochgeladen und auch gleich angezeigt und wir sehen sie schon wunderbar. Was wir jetzt auf der rechten Seite sehen, ist für eine Webanwendung sehr, sehr ungewöhnlich. Das Programm Nextimage passt im Endeffekt die Photoshop-Datei und bietet uns die Ebenen an. Das heißt, wir können jetzt einzelne Ebenen aus- und wieder einblenden, so wie wir das im Photoshop könnten, ohne Photoshop haben zu müssen. So, wir können hier unter anderem auch die Zoom-Stufe verändern, wenn wir das dann wollten. Und wir haben ganz normale Effekte, also Werkzeuge, wie wir sie aus anderen Grafikprogrammen auch kennen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich möchte etwas skalieren. Habe jetzt meine Digital-Pixel-Ebene ausgewählt, klicke das an und dann wird die auch markiert. Dann könnte ich die jetzt größer und kleiner ziehen, wenn ich das will. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, wird das Ganze proportional skaliert, genauso wie das die meisten Anwendungen auch tun. So, dann klicke ich oben auf meinen Haken, das Ganze wird gespeichert, wunderbar. So, es gibt natürlich auch Filter. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich möchte das Ganze verdrehen.
Und ich sehe schon, der Verdrehfilter wird nur auf die aktuelle Ebene angewendet. Es gibt noch etliche weitere Filter, mit denen man herumspielen kann. Besonders für Fotos ist die Autotonwertkorrektur wunderbar und funktioniert genauso gut, wie es im Photoshop oder anderen Grafikprogrammen tut. Das heißt, man kann mit der Tonwertkorrektur seinen Bildern viel mehr Farbe geben und das sieht einfach besser aus. Außerdem bietet es noch einige Aktionen, zum Beispiel die Möglichkeit, Fotos oder halt überhaupt Bilder für das Internet zu optimieren, also ungefähr auf die Größe von 640x480 und das Ganze in einer anständigen Komprimierung, dass man die sich auf seine Homepage hochladen kann und da dann keine 2 Megabyte Dateien rumliegen hat, die nur sehr lange zum Laden brauchen würden. So, ich kann die einzelnen Ebenen bearbeiten, ich kann mir Eigenschaften zu den Ebenen einblenden lassen, ich kann die Ebenen auch einzeln transformieren, wie wir vorhin auch schon beim Skalieren gesehen haben und genauso funktioniert das mit dem, mit den Ebenen übers Ebenenmenü auch. Angenommen, ich möchte jetzt die Bildgröße ändern, lässt mich Next Image das auch machen. Ich gehe auf Bild, Bildgröße und sage jetzt zum Beispiel, ich will, dass das Bild nur noch 400 Pixel groß ist. Es wird mir automatisch die richtige Höhe dazu berechnet, es sei denn, ich nehme dieses Häkchen raus. Dann kann ich das Ganze auch unproportional skalieren. Sage jetzt okay und ich sehe schon, es ist viel kleiner. Und jetzt ist der Zoom natürlich praktisch. Ich sage, ich möchte 150% Zoom haben. Wunderbar. Jetzt gehe ich zum Beispiel hin und sage, das ist ganz toll, wie ich das gemacht habe. Besonders dieser Schwung im Digital gefällt mir so grandios, dass ich das Ganze unbedingt speichern muss. Ich sage Speichern unter und es öffnet sich dann auch gleich ein Speichern-Dialog. So, ich kann die Komprimierung vom JPEG angeben. Ich bekomme hier auch eine Live-Vorschau und könnte, wenn ich wollte, auch noch etliche andere Bildformate auswählen. So, jetzt sage ich zum Beispiel, ich möchte mir das auf meiner lokalen Festplatte speichern. Ich könnte es auch auf dem Server speichern. Dann hat allerdings jeder, der Next Image benutzt, die Möglichkeit, das Ganze einzusehen. Deswegen sage ich jetzt Local Drive, mache OK. Und ich bekomme einen Download-Dialog, den ich bestätige. Und ich sehe schon, das File wurde komplett heruntergeladen. Und ich hätte jetzt eine verkleinerte Version des JPEGs, die ich benutzen kann. Natürlich kann ich in NextImage nicht nur Photoshop-Dateien bearbeiten, sondern alle möglichen Dateien, also JPEGs, PNGs, GIFs, TIFFs, Bitmaps. Also da lässt mir das Ganze sehr viel freie Hand. Allerdings habe ich jetzt in dem Fall einen PSD-File gewählt, da man somit einfach sehen kann, was alles möglich ist und das PSD-File in dem Fall in gewisser Weise den oberen Grenzbereich der Möglichkeiten darstellt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Arbeiten mit NextImage, wird zwischendurch auf jeden Fall ganz nett und viel Spaß weiter bei der Show. So, jetzt wisst ihr, wie ihr Online-Bilder bearbeiten könnt. NextImage ist auf jeden Fall eine coole Sache. Probiert es mal aus. Und das geht direkt weiter im Eiltempo. Und zwar mit unserem Showly, dem Firefox-Plugin. Viel Spaß! Wie ihr es von uns gewohnt seid, kriegt ihr auch in dieser Sendung ein Showly. Wir befinden uns jetzt schon mal auf der Firefox-Add-on-Seite. Was stellen wir heute vor, Basti? Wir stellen den Gmail Manager vor, eine Extension zum Verwalten von Gmail-Konten. Wenn wir nach Gmail Manager suchen, finden wir es auf der zweiten Stelle. Was natürlich logisch ist. Klar. So, auch hier, wie ihr sehen könnt, solltet ihr die neue Version von des Firefox verwenden, die 2.0 Beta, dann werdet ihr leider noch Probleme haben, da es noch nicht unterstützt wird. Wir haben in diesem Video noch die alte Version und daher können wir es wunderbar installieren. 3, 2, 1, meins. Schwupp, fertig installiert. Und ich starte meinen Firefox neu. So. Und da ist er schon und wir sehen schon rechts unten ein kleines M. Und wenn wir auf dieses M klicken, geht unsere Gmail-Einstellungs-Konfigurationsdialog auf. Und wenn wir uns rechts oben auf Hinzufügen gehen, können wir dort einen Gmail-Account hinzufügen. Mit dem? Kann es auch ohne Ad schreiben, ist aber nicht weiter schlimm. Gibt das Passwort ein. Wenn man ein Passwort merken sagt, muss man das nicht jedes Mal neu einstellen. Und das funktioniert automatisch. Okay. Und er meldet sich dann an. Man kann den natürlich auch automatisch anmelden lassen.
Das kann man natürlich auch noch einstellen. Der große Vorteil im Gmail Manager ist, dass man sich x-beliebig viele Gmail-Konten einbinden kann und diese werden automatisch geladen. So, wir lassen es erstmal bei dem einen, gehen wir unten auf OK und wenn wir jetzt unten auf das rote M drücken, das inzwischen rot geworden ist, daneben auch den Account anzeigt und jetzt auf sehen wir, es hat sich ein zweites Tab geöffnet, das lädt Gmail und loggt uns direkt mit dem jeweiligen User ein. Wunderbar. Das ist ganz grandios und es hat wunderbar funktioniert. Und das funktioniert mit so vielen Accounts, wie man möchte. Und man kann dann unten, wenn man auf den Namen klickt, kriegt man eine Auswahl mit den anderen möglichen Gmail-Konten, wie viele neue Mails da sind, das ist die Zahl daneben. Und so hat man auf jeden Fall einen sehr schnellen Überblick über die Gmail-Konten. Das war jetzt gerade das Gmail-Firefox-Plugin und wer schnell wie ein Fuchs sein will, sollte ab und zu mal Sport machen. Und hier zum Beispiel kann man Sport machen. Also für alle die Geeks wie uns, die 90% ihrer Zeit im Keller verbringen, ja, mal sowas besuchen oder sonstige Sportstätten, schadet nicht. Irgendwann seht ihr sonst aus wie ich und das wäre natürlich nicht so gut. Ich habe aber leider keine Ahnung, wie man dieses merkwürdige Riesensportgerät hier bedienen soll. Aber das ist uns auch völlig egal. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wenn einer von uns beiden dieses riesige Sportgerät bedient, dass da wirklich lustige Clips bei rauskommen. Und wenn ich von Clips rede, müssen die auch irgendwie geschnitten werden. Genau. Wie macht man das am besten? Man kann viel Geld ausgeben für teure Schnittsoftware oder man geht ins Internet und probiert doch mal iSpot aus. Und das werde ich euch jetzt mal vorführen. Viel Spaß. Wir befinden uns jetzt auf der iSpot Homepage. Ist auch eine Beta-Version, basiert auch auf Ajax, ist also eine Web 2.0 Anwendung. Hier sehen wir schon so ein lustiges Szenario, zum Beispiel erst das Foto schießen, dann mischen und dann mit anderen teilen. Ihr könnt euch hier per Sign-up wieder mal kostenlos anmelden. Ich habe das schon mal gemacht, wie ihr euch anmeldet, ist klar. Es ist auch schon die Version 2.0, wurde also in der Zwischenzeit auch schon mal abgedatet. Ich logge mich jetzt in meinen Account ein und ich habe schon ein paar Clips vorbereitet, die habe ich aus der Library von iSpot. Ihr könnt natürlich auch selbstständig Bilder oder Videos hochladen, dafür geht ihr auf Upload. Und dann könnt ihr hier per Durchsuchen natürlich die Sachen uploaden. Ihr könnt sie Public oder Private setzen, sodass nur ihr sie sehen könnt. So, ich schaue mal wieder zu Media und schau mal hier, ich habe so ein paar Clips. Ich möchte aber vielleicht diese Clips miteinander verbinden. Dafür gehe ich auf den Mixer und das ist auch das Tolle. Das ist eine Art Schnittprogramm, wo ich verschiedene Sachen machen kann. Online und kostenlos. Beispielsweise kann ich hier Effects anschauen. Transitions. Ich möchte ein Fade-In haben. Das schiebe ich hier rein. Dann gehe ich wieder auf meine Clips. Setze ich hier beispielsweise den Clip rein. An die zweite Position natürlich. Dann möchte ich eine Transition, zum Beispiel einen Dissolve, einen Übergang. Dann möchte ich wieder einen Clip. Ich nehme jetzt mal einen anderen. Diesen hier. Dann möchte ich wieder einen Übergang. Dissolve. Alles per Drag and Drop. Das ist also sehr einfach. Ich könnte natürlich jetzt auch hier Fotos nehmen. Ich habe leider keine hochgeladen. Und dann gebe ich das letzte Bild rein. Wieder hier. Und anschließend möchte ich einen Fade-Out haben. Das setze ich wieder nach hinten. Jetzt habe ich hier verschiedene Dingerle. Ich könnte aber natürlich auch Effekte haben wollen. Ich möchte zum Beispiel, dass das erste Bild nicht farbig ist, sondern schwarz-weiß. Dafür gehe ich hier unten auf lege ich dieses Schwarz-Weiß in das FX rein. Sehe ich hier Black and White. Dann gehe ich hier rüber und möchte, dass das nächste Bild invertiert ist. Sieht ein bisschen verrückt aus, aber ist auch recht cool. Ich lege es wieder hier in dieses Fensterchen und das letzte lasse ich ganz normal. So, jetzt habe ich hier, natürlich gibt es zu diesen Videos immer irgendwelche Musik oder beziehungsweise Kommentare. Diese mute ich, damit es mich nachher nicht stört. Jetzt habe ich noch Musik, gibt es hier auch einiges zum Auswählen. Ich habe mir da mal was ausgesucht, könnte natürlich auch selbstständig was uploaden. So, jetzt habt ihr hier die Musik und quasi ist jetzt euer erster Spot fertig. Ihr müsst jetzt nur noch hier auf Mix and Play drücken.
Und ihr müsst dem Mix erst noch einen Namen geben. Meier heißt jetzt hier New Mix. Ich nenne ihn DU Video. So, jetzt seht ihr, 46 Sekunden ist er lang. Geht auf Mix and Play. Und das dauert natürlich jetzt eine Weile, bis es gemixt wird. Steht hier, es sollte 22 Sekunden dauern. Kann natürlich auch ein bisschen schneller gehen. Ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen schneller geht, damit ich hier nicht so viel Zeit mit Reden verbringen muss. Ich habe leider Pech gehabt, aber dafür haben wir es jetzt auch gleich geschafft. So, jetzt ist er fertig. Ich klicke auf Play. Hier haben wir den Fade-In. Ah, nee, noch. Er ist noch am Laden. Wir müssen noch ein bisschen warten. Heute ist die Seite wohl etwas überlastet. Deswegen dauert es hier alles ein bisschen länger als gewohnt. Jetzt füllt sich aber der Ladebalken und wir werden gleich weitermachen können. Dann habt ihr den Fade-In gesehen? Ihr seht, das ist schwarz-weiß, ihr hört die Musik. Und jetzt werdet ihr gleich den ersten Übergang erleben. In das invertierte Bild. So, und jetzt wieder der Übergang in das farbige Bild. So, und das war's. Mehr will ich euch jetzt nicht zeigen, der Fade-Out ist auch klar. Währenddessen lädt es weiter. So, jetzt könnt ihr, wenn ihr auf Send drückt, dieses Video gleich zu einem Mobilphone senden. Zum anderen könnt ihr es publishen, dafür klickt ihr auf Publish, Blog Digital Upgrade, Surfline Big Waves, Public Groups auch. Könnt ihr einen Post, einen Titel geben, Digital Upgrade Surfer und irgendeinen Text dazu. Surfen Rules. Dann klickt ihr auf Publish und zack, es ist gepublished. Jetzt habt ihr hier eine Iceboard Blog Adresse. Und die Gruppe, wo ihr es dazugelegt habt. Das war es von iSpot. Ihr könnt euch natürlich den Spot nochmal anschauen, was ihr da gemacht habt. Und jetzt viel Spaß beim Weiter ausprobieren. Am besten ist, ihr nehmt eigene Spots, da werdet ihr am meisten Spaß haben. Und jetzt weiter bei der Show. So viel zu iSpot, die letzte Fun-Software aus der heutigen Sendung. Aber leider gibt es auch Menschen, die nicht nur Spaß an ihrem Rechner haben, sondern auch arbeiten müssen. Wahrscheinlich auch der Großteil. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir für euch eine Software rausgesucht, die wirklich das Arbeiten im Team erleichtert. Und zwar? Das ist iRose. Und iRose ist eine Tabellenkalkulation, die komplett im Web läuft. Also sieht aus wie Excel oder wie Calc aus OpenOffice und fühlt sich auch genauso an, funktioniert genauso. Der Unterschied ist, es läuft im Web und ist absolut kostenlos und man kann somit eine Tabelle online legen und jeder kann darauf zugreifen. Und wir steigen mal ein bisschen mehr drauf ein und ja, gucken uns das mal an. Wir befinden uns jetzt hier bei iRose, der Online-Tabellenkalkulation. Bei iRose.com könnt ihr hier oben über Register anmelden, kriegt einen kostenlosen Account und den könnt ihr, so wie es ich schon gemacht habe, dann benutzen, um euch auf der Webseite einzuloggen. Ich logge mich mal ein. Bin eingeloggt. Ja, das war's auch schon. Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, neue Tabellen anzulegen oder welche hochzuladen. Ich lade mal welche hoch. Ich habe hier die Möglichkeit zu wählen zwischen XLS von Excel, ODS, Open Documents aus Open Office und CSVs, die man ja aus diversen anderen Programmen auch exportieren kann. So, ich gehe mal auf Durchsuchen. Lade hier meine geheime Datei hoch. Dauert jetzt halt einen Moment, abhängig davon, wie groß die Datei ist. Und erledigt jetzt ein bisschen. Nachdem der Upload komplett ist, sieht man hier, wie die Tabellenkalkulation geladen bzw. die Tabelle geladen wird. Und jetzt könnten wir hier schon durchscrollen. Und man muss ja schon feststellen, das sieht ja eigentlich genauso aus wie unsere Excel-Tabellen oder wie unsere Calc-Tabellen von OpenOffice. Wenn wir jetzt irgendeine spezielle Zelle bearbeiten wollen, gehen wir da einfach drauf und können hier einfach reinschreiben, wie wir es aus Excel auch gewöhnt sind. Was man jetzt mit den Tabellen macht, ist jedem selbst überlassen. Also iRose erklärt sich ziemlich von selbst. Man kann Zeilen einfügen, man kann Summen bilden, man kann Funktionen einfügen
und sonstige Sachen, die man auch aus Excel zum Beispiel kennt. Man kann Kuchendiagramme erstellen oder sonstige Diagramme erstellen, wenn man natürlich die passenden Vorlagen dafür hat, also die passenden Tabellen. Und auch sonstige Punkte sind bekannt aus Excel oder halt Kalk, je nachdem, was man benutzt. Das Ganze ist halt auf Englisch, aber 90% der Sachen erklären sich komplett selbst. So, ich sage jetzt, okay, ich bin fertig. Jetzt würde mich Iros hier fragen, wie heißt denn diese Tabellenkalkulation? Nachdem es kein Dateiname ist, kann ich die nennen, wie ich will, mit Leerzeichen und mit allen Geschichten, die ich haben möchte. Ich kann das Ganze taggen. Das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel angenommen, ich habe mehrere Sachen, die irgendwas mit Buchhaltung zu tun haben, kann ich denn jeweils den Tag Buchhaltung geben und wenn ich nach Buchhaltung suche, würde ich die alle finden. So, das lassen wir mal so, müssen das nicht ausfüllen und speichert, wie wir hier oben sehen können. Und sobald das Ganze gespeichert ist, liegt das auf dem Server in unserem iRose-Account und wir haben dann die Möglichkeit, eigene Tabellenkalkulationen oder Tabellen auch anzulegen. Also man ist nicht darauf limitiert, vorhandene Tabellen hochzuladen, sonst würde das Ganze irgendwie nicht so viel bringen, sonst könnte man sich auch einen Excel-Viewer installieren, sondern man hat halt wie gesagt auch die Möglichkeit, direkt aus iRose heraus eigene Tabellenkalkulationen anzulegen. Wenn ich wieder auf meine Startseite von iRose gehe, habe ich wieder die Möglichkeit, eine neue Tabelle anzulegen. Ich sage Create New Spreadsheet und habe jetzt hier ganz normal meine Tabellenansicht. So, angenommen, ich trage jetzt hier mehrere Werte ein, also die Bedienung ist hier genauso wie bei Excel oder Calc auch. Also auch mit Enter kann man einfach in das nächste Feld springen. So, angenommen, ich gebe jetzt hier die Digital Upgrade Einnahmen der letzten Tage ein. Das Ganze natürlich immer 1000 Euro Beträge. Und gehe jetzt hier auf Summe, um zu sehen, was wir verdient haben. Ich sage hier Enter und sehe schon, jo, das hat sich gelohnt. Wir kaufen uns jetzt mal Kuba. Ich speichere das Ganze wieder mit Done und kann jetzt hier zum Beispiel sagen Digital Upgrade Gewinne. So, ich sehe schon Spreadsheet created. Das war's. So, ich kann, wenn ich jetzt mit OK rausgehe, komme ich wieder auf meine Startseite und sehe schon, hier ist meine letztbearbeitete Tabelle. Kann ich durch Anklicken einfach wieder aufrufen und das war's auch schon. Also jeder, der mit Excel umgehen kann, kommt auch mit iRose zurecht. Das Einzige, was halt iRose im Gegensatz zu Excel nicht kann, sind Makros. Aber für normale Tabellenkalkulationen mit Summen und Verweisen auf andere Zellen ist man auf jeden Fall sehr gut bedient. Jetzt könnt ihr schön Tabellen kalkulieren, direkt im Web. Und ja, ich denke, da könnt ihr mal bis zur nächsten Show damit spielen und nicht nur mit iRose, sondern natürlich auch mit GUI und NextImage und iSpot. Also ja, ich denke, das sind ein paar nette Programme und eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen für diese Show. Nee, das war's. Wir verabschieden uns wieder mal. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und immer dran denken, die nächste Show ist wie immer die beste. Ganz, ganz ehrlich.